Tatverdächtigen. Ist okay. Wollen wir drunter? Am Samstag, dem 27. Juli, stellten sich rund 1.800 Menschen einem geplanten Neonazi-Aufmarsch entgegen. Erwartet wurden dafür 500 Vertreter aus dem rechtsextremen Lager. Laut Polizeiangaben kamen aber lediglich 100 Teilnehmer. Mit mehreren Blockaden stellten sich die Gegendemonstranten den Neonazis in den Weg, sodass es für sie kein Durchkommen mehr gab. Gleich an mehreren Stellen versperrten die Gegendemonstranten den Neonazis den Weg und ließen ihnen so nur einen Korridor von 400 Metern bis zur nächsten Blockade. Professor Dr. Gerhard Paulus, der Dekan der Physikalisch-Astronomischen Fakultät der Universität Jena, schaffte es auf die Strecke der Neonazis und setzte sich ihnen so entgegen. Er tarnte sich, ganz stilvoll, mit Anzug und Fliege. So bemerkte ihn die Polizei gar nicht als Gegendemonstrant. Auf dem Weg zurück zum Bahnhof attackierte ein Neonazi einen Journalisten. Daraufhin wurde er festgenommen. Der Vater des Festgenommenen regte sich über diese Maßnahme derart auf, dass er die Polizei angriff und selber festgenommen wurde. Die friedlichen Gegendemonstrationen fanden ein jähes Ende. Denn am Ende flogen noch Böller und Glasflaschen auf die Polizei von einer Gruppe gewaltbereiter Gegendemonstranten. Dabei wurde eine Beamtin und ein Gegendemonstrant verletzt. Die Polizei verfolgte anschließend die Krawallmacher durch die Innenstadt. Sie konnte mehrere mutmaßliche Täter festnehmen. Die Blockierer von der Kreuzung vor dem Arbeitsamt zogen nach ihrer erfolgreichen Blockade durch die Jenaer Innenstadt bis zur jungen Gemeindestadtmitte. Dort feierten sie ihren Erfolg, dass die Neonazis nur 400 Meter laufen konnten und von ihrer Blockade aufgehalten wurden.